Hallo, in diesem Video möchte ich euch erklären, wie ihr den Proportionalitätskonstante errechnen könnt. Dazu nehmt ihr das Koordinatensystem, welches ihr vorher gezeichnet habt oder irgendwo anders herbekommen habt, zum Beispiel aus dem Mathebuch, und sucht euch zwei beliebige Punkte auf der Geraden aus. Ich nehme jetzt zum Beispiel diesen Punkt und diesen Punkt. Die allgemeine Formel zur Berechnung der Proportionalitätskonstante lautet m, also die Proportionalitätskonstante, ist gleich y2 minus y1 durch x2 minus x1. Die x und y werden jeweils von den zwei Punkten auf der Linie ersetzt. Messt nun einfach beide Punkte auf der Linie ab. Der erste Punkt ist 2,5,5. Und der zweite Punkt ist 3,5,9,5. So, jetzt tragen wir diese beiden Punkte in die Formel ein. Dazu müsst ihr wissen, dass das hier x1 ist, das hier y1, das hier x2 und das hier y2 ist. Jetzt würde bei dieser Geraden die Proportionalitätskonstante lauten, m ist gleich 9,5 minus 5,5 durch 3,5 minus 2. Nun müsst ihr das hier nur noch ausrechnen. In diesem Fall wäre das 4, 9,5 minus 5,5 und 3,5 minus 2, 1,5. Wenn ihr das Ganze teilt, kommt ihr auf 2, 6. Das heißt, die Proportionalitätskonstante dieser Geraden lautet 2, 6. Ich hoffe, das Video war informativ, ihr habt es verstanden und es hat euch gefallen.